Was kann weggeschnitten werden? Schön, dass du reingeklickt hast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Doro Schuppe und ich gebe dir jetzt einen Einblick in meinen beruflichen Alltag. Ich arbeite als Social Media Beraterin und helfe Menschen für ihre Geschäfte auch auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube oder Blogs aktiv zu sein. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so wie das, was du auf Instagram oder TikTok so machst, ist jedoch anders und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Alles, was für ein Geschäft gepostet wird, ist ja eine Nachricht einer Firma. Und da arbeiten viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also viele Menschen so wie du. Wenn die Firma etwas veröffentlicht, sollten alle mehr oder weniger mit dem Foto, mit dem Text und mit dem Video auch einverstanden sein. Okay, was mache ich als Social Media Beraterin so im Alltag? Also morgens beginne ich damit erstmal herauszufinden, was hat sich Neues getan. Gibt es irgendeine Neuerung im Social Web, wie zum Beispiel damals, als Instagram anfing, die sogenannten Stories anzubieten? Da habe ich mir das natürlich angeschaut, habe sie ausprobiert und dann habe ich meinen Kundinnen und Kunden davon erzählt. Wie? Also ich habe sie entweder angerufen oder ihnen eine Mail geschrieben und dann habe ich in meinen Social Media Profilen etwas gepostet oder in meinem Blog Doshucom davon erzählt. An manchen Tagen gebe ich auch Schulungen. Das kann dann für einzelne Personen sein oder für eine Gruppe. Und dann kümmere ich mich um deren Fragen und wir finden Ideen, welche Fotos, Worte oder Videos am besten zu Ihnen und Ihren Themen passen. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wenn ein neues Spiel für die Nintendo, für PlayStation, Xbox oder eine andere Spielekonsole erfunden wird, dann möchten natürlich die Leute, die sich das Spiel ausgedacht haben, dass alle davon auf jeden Fall erfahren, die das Game sehr wahrscheinlich mögen werden. Dafür nutzen Spielefirmen viele Kanäle, wie zum Beispiel Facebook, Instagram, YouTube oder Twitch. Und sie hoffen da diejenigen zu treffen, die Computerspiele auch mögen. Also müssen sie vorher wissen, wie das Veröffentlichen dort funktioniert. Und das kann ich ihnen zeigen, damit sie das dann so richtig drauf haben. Bei Facebook hast du dir vielleicht gerade gedacht, naja, da sind Jugendliche, die Spiele mögen, ja nicht so häufig angemeldet. Na klar, das mag schon so sein. Da wir sind auf Facebook aber die Omas, die Opas, die Tanten, die Onkels und die Eltern. Und die schenken Kindern und Jugendlichen bekanntlich oft etwas und können so erfahren, was gerade sehr beliebt ist. Als Social Media Beraterin finde ich heraus, was die Menschen in den verschiedenen Online-Communities interessiert. Und das ist gut zu wissen, damit zum Beispiel die Spielefirma aus unserem Beispiel vom neuen Game genau die Fotos und die kurzen Videoausschnitte raussucht, die besonders gut zeigen, dass das Spiel der Knall im All ist, den jeder spielen muss. Ja, und besonders wenn so eine Information unsere Gefühle anspricht, dann erinnern wir uns richtig lange daran. Ich denke, es fällt dir sicher ein super lustiges Video ein, das du lange in Erinnerung behalten hast und von dem du anderen davon erzählt hast. Genau so etwas suchen wir. Du kannst dir jetzt schon denken, jeder Tag ist bei mir etwas anders. Mal arbeite ich mit Firmen, mal mit Gruppen, mal mit Einzelnen. Und jede Person hat natürlich vorher ganz andere Erfahrungen mit Social Media gemacht und ich muss herausfinden, was sie noch lernen kann. Mein Arbeitstag ist daher ständig anders, was mir persönlich sehr gut gefällt. Was ich noch so richtig klasse finde an meinem Beruf, ich kann die meiste Zeit von überall arbeiten. Hauptsache eine gute Internetverbindung. Seit einigen Jahren lebe ich deshalb zusammen mit meinem Mann und unseren zwei Motorrädern auf Mallorca. Wir lieben das Kurvenfahren im Gebirge und die Blicke auf das Meer. Wenn du auch als freie Social Media Beraterin oder als Berater arbeiten möchtest, solltest du gut organisiert sein. Ich muss mir nämlich merken, wie viel ich für welche Kundschaft gearbeitet habe. Und ich muss auch wissen, wann ich mal wieder eine Pause brauche. Theoretisch kann ich 24 Stunden am Tag Social Media machen, denn ich liebe, was ich tue. Jeder Mensch, auch ich, muss schlafen, essen, Sport machen, Familie und Freunde treffen. Und daher ist es wichtig, auch mal das Social Media Superhero Cape in den Schrank zu hängen und sich einem anderen Thema zu widmen. Also wenn du dich für den Beruf des Social Media Beraters interessierst, dann ist es schon mal prima, wenn du Social Media total klasse findest und spannend findest und das auch gut erklären kannst. Interessierst du dich für Menschen? Bist du neugierig? Das sind auch zwei richtig gute Voraussetzungen. Du wirst dich immer wieder auf die Suche begeben, was verschiedene Gruppen von Menschen in Social Media gefällt und sie anspricht. Dazu brauchst du jede Menge kreative Ideen und wenn die nur so aus deinem Kopf sprühen, bist du gut unterwegs. Versprochen.
Langweilig wird es dir als Social Media Berater oder Beraterin nie. Herzliche Grüße und viel Erfolg wünscht dir Doshu. Mach's gut!